Man weiß es nicht, ne? Ausprobieren. So. Der Teig hat Pflanze. Der Hypnoflisch braucht ist Wasser und braucht Wasser. Und das Spinnenbein. Braucht Wasser und Tier. Das haben wir hiermit. Dann kriegen wir zwar die 30 Punkte von dem Hypnofisch nicht. Wenn wir damit anfangen? Nee. Das bringt nichts. Damit anfangen, oder? Damit an? Nee, davon anfangen wir nicht. Wir würden mit dem Teig anfangen. Hätten da so ein bisschen. Die 30 Punkte würden wir nicht kriegen. Aber durch das Spinnenbein. Würden wir da Leidenschaft und Dings hochziehen und Raffinesse. Und Raffinesse. Leidenschaft. Komm, wir gehen mal mit Leidenschaft. Wir probieren jetzt mal ganz was anderes. Weil dann haben wir nämlich Spinnenbein auch mit abgefrühstückt. Teig. Hypnofisch und Spinnenbein in einem. Das wird nicht viel geben, aber wir haben alle drei abgefrühstückt und haben ein bisschen Leidenschaft. So, wir gehen mal auf Kategorie. So, wenn wir jetzt den Teig nehmen, kriegen wir zwar nicht Fülle. Noch hier. Genau, noch Würzepunkte rausholen. Dann den Hypnofisch, da wird es jetzt nicht dolle scheppern. Gib her die Pünktchen, ich will alle. So. Aber mit dem Spinnenbein wird das jetzt richtig scheppern. War ganze zweimal nämlich. Jawohl. Und dann hauen wir da jetzt noch schicki die super Sahnesoße drüber. Na? Das will ich jetzt wissen. Jetzt haben wir drei quasi in einem Rezept mit nicht ganz so hohen Punktezahlen. Aber es sollten drei zufriedenere Kunden sein, ne? Jetzt ist die Frage, was nehmen wir weg, ne? Ich ankommen. Oh Gott, dem müssen wir auch schon wieder was kochen, ne? Dem Armen. Bretter habe ich gemacht, ne? Das reicht schon wieder für eine Reihe, oder? Das ist echt schwierig. Dup, 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 dup. Moinsen. Zack. So. Das hatten wir gemacht, ne? Da war er ja nicht mit einverstanden, der Hypnofisch. Den nehmen wir jetzt raus. Ne, den nicht, den. Der hatte zwar mehr Energie, aber der hat jetzt mehr Leidenschaft. Leidenschaft sollten wir sowieso hochziehen. Der hat mehr Raffinesse und, na gut, die Energiepunkte, die vier weniger. Aber wir haben hier drei in einem. Spezialteig, Hypnofisch und paniertes Spinnenbein. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Diesen Gurken. Der Gurkenkalmar, der ist auch noch verschwunden. Den haben wir wohl beim letzten, bei diesem hier mit weggemacht, ne?
Einhornspeck, Apfel und so weiter. Da haben wir, glaube ich, den Gurkenkalmar weggemacht gehabt. Den müssen wir wieder reintun. Das muss weg hier mit dem Surimi. Ach nee, Surimi brauchen wir ja, ne? Haben wir noch irgendwo anders Surimi? Nee. Biklobus brauchen wir. War ja wohl auch nicht die Tiefseekrabbe. Wo ist denn die Tiefseekrabbe? Da müssen wir. Aber guck dir das an, das ist doch gut. Bei der Tiefseekrabbe waren sie auch nicht so einverstanden. Okay. Aber das ist doch gut, oder? Also für meine Verhältnisse. Das hier muss auch irgendwann weg. Das reicht schon lange nicht mehr aus für Raffinesse. Da muss tatsächlich auch noch mal, was Guru vorhin sagte, da muss nachher auch noch mal. Okay. Wir können, glaube ich, eine neue Reihe legen. Theoretisch. Und praktisch gesehen. Zumindest eine können wir noch. Jetzt sieht das nicht mehr wie so eine billige Kaschemme aus, ne? Ah, reicht schon nicht mehr, guck. Dann nehmen wir das hier vorne weg einmal. So, dann kommt das hier hinten mit hin. Dann sieht das ja doof aus, ne? Ja, ich würde sagen, ein bisschen brauchen wir da noch, ne? Und am besten wäre es, wenn wir hier oben auch nochmal ein schönes Parkett hinlegen, ne? Dann müssten wir allerdings bei bei Jesus nochmal ein anderes Parkett kaufen. Überall das gleiche Parkett ist ja auch langweilig, oder? Oh, der Tacho sagt schon wieder, es ist spät. Ich will aber das noch, ne? Wir müssen mal ein bisschen. Komm, wir gehen nochmal surfen in den USA hier. Wir überziehen mal wieder ein paar Jahre. Ah, noch lohnt es sich nicht, zu kochen. Nein, 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 ich will deine blöde Milch nicht. Ach! Sie ist immer noch durstig. Ich will hier entspannen und nicht deine Milch bringen. Bei Scrubber könnten wir auch mal wieder vorbeigucken. Vielleicht will die auch noch mal ein paar Dings haben. Na? Erwin-Früchte oder so. Aber die ist ja mehr erst abends zu Hause. Volle Zippe. Ach ja, der braucht ja auch noch Einhornleckerei. Warum sagt mir keiner das? Haben wir nicht Einhorn. Warte mal. Einhorn-Dingsbums, haben wir das nicht hier in der Kiste drin? Warte, warte. Auch in die Kiste. 5 Stück hat er gesagt, ne? Hat er doch gesagt, sagt er doch. 5 Köttel kriegt er. Nee! Oh, Booyakascha, was für ein Abfuck! Ich tu mal so, als wenn ich jetzt nicht gerade angepieselt bin. Wirklich in dem Moment, wo ich ihm die Köttel geben will. Oh, das ist doch gemein, ehrlich. Nein, du kriegst jetzt von mir nichts zu essen. Oh, das ist so gemein. Das war jetzt echt gemein. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz schlafen gehe und den neuen Tag einblende. Ihr wollt doch bestimmt auch sehen, ob ich das noch mal schaffe.
ob das ausgereicht hat oder nicht. Mit dem Spinnenbein. Oder möchtet ihr jetzt Feierabend? Also, es ist wirklich, wirklich viel Zwischenarbeit notwendig jetzt gerade. Nein, raus mit Axt. So. Das ist echt gemein. Die Köttel, die wäre ich los gewesen. Ein paar Binunzen hätte ich mehr gehabt. Oh, Raffinesse, die Leidenschaft. 3 Raffinesse-Punkte steigen schon wieder. Ins Unermessliche. Ach je, ach je, ach je, ach je. Ich würde doch gerne in der Story weiterkommen. Aber das ist nicht so einfach. Ja! Ja, guck mal! 44! Wir haben es geschafft! Oh Gott! Wir haben es geschafft! Ich will nur wissen, was kommt! Jetzt will ich wissen, was kommt! Man muss wirklich... Ja, danke schön, Manu, danke schön, Hexele. Man muss wirklich die Sachen echt so blöde zusammenrühren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist krass, oder? Die ziehen sogar die Punkte wieder ab. So, jetzt. Ja. Nun, Crew, in den letzten Tagen ist alles ziemlich reibungslos verlaufen. Ich glaube, wir können uns eine kleine Feier leisten. Jetzt ist es einfach hier ziemlich ereignislos. Das ist schön, aber ich vermisse ein bisschen auf Trab zu bleiben. Ich weiß nicht, ich muss sagen, dass sich ein bisschen Stabilität irgendwie toll anfühlt. Vielleicht können wir diesen Moment der Ruhe nutzen, um uns eine bestimmte Angelegenheit zu kümmern, die wir auf dem Weg liegen gelassen haben. Und das wäre, es wird Zeit, dass wir uns einen schönen Namen für unser Lokal einfallen lassen. Ich dachte, es heißt Restaurant. Komm schon, Friska, zerstör die Stimmung. Schön, ein bisschen Brainstorming macht Spaß. Aber wir sollten dafür hier alle hier sein. Wo ist Zwersch? Zwersch, komm her! Tut mir leid, Zest, aber hier fragt jemand nach dir. Nach mir? Ja, sie ist eine Frau, schätze ich. Eine Frau? Ja, soll ich sie reinlassen? Nein, nein! Sag ihr einfach, dass ich nicht da bin. Hallo? Oh, wer sind die? Uku. Hey, ihr alle. Schön, euch alle zu treffen. Kennst du sie, Zest? Ist sie diejenige, vor der du auf der Flucht bist? Nein, ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Wer bist du und was willst du? Nun, ich hörte, dass ihr dieses Restaurant im Bezirk Alter Hafen gibt, das ziemlich schnell an Ruhm gewinnt. Ich hörte auch, dass es von einem merkwürdigen Haufen geführt wird. Und Junge, hatten sie recht? Ich dachte, es wäre eine tolle Gelegenheit,
einige großartige neue Freunde zu finden. Und vielleicht bringe ich euch alle wahren Geheimnisse der Küche bei. Oma hat immer gesagt, dass ich eine Gabe zum Kochen habe. Sie sagte, dass ich eines Tages mein wahres Topftalent entfalten und Freude in den Herzen der Menschen bringen würde. So wurde das Kochen zu meinem Leben. Ich habe viele harte Zeiten durchgemacht, aber immer wieder Kraft in der Macht der gemeinsamen Liebe gefunden, die wir durch herzhaftes Essen teilen können. Ich mag für euch jung aussehen, aber ich bin eine Elfe. Ich bin sogar älter als ihr alle zusammen. Ich habe sogar im Krieg gekämpft. Tehe! Ich bin sicher, wir werden gute Freunde sein. Und wo wir gerade von Freunden sprechen, hier ist Stekamaru. Dekumaru. Ich bin sicher, er wird die Herzen all unserer Kunden im Sturm erobern. Deku, Deku. Ich kann es kaum erwarten, diese neuen Abenteuer mit euch allen zu beginnen. Deku. Hypnotisiert die ihn? Die sind beide hypnotisiert. Na toll. Das gibt eine Katastrophe. Nun, Crew, in den letzten Tagen ist alles ziemlich reibungslos verlaufen. Ich glaube, wir können uns eine kleine Feier leisten. Das würde ich auch sagen. Also, wir waren dabei, einen Namen für das Restaurant zu finden. Ja, waren wir, aber eigentlich möchte ich meinen Vorschlag zuerst loswerden. Ich denke, es würde ganz gut passen. Ah, gut, dass dir zur Abwechslung auch mal was beiträgst, du heißt das. Schätze, ich musste nur an die Sache glauben. Nun, dann lass mal hören, welchen Namen schlägst du vor? Ist das eine Karotte? Was im Namen der sieben Höllen ist das? Wie? Warum? Ich schwöre bei Temperus, dass ich es verseuche. Versuche. Ich versuche nicht aufzufallen. Aber in dem Moment, in dem ich mir selbst erlaube zu glauben, diese Stadt sei doch nicht so verrückt, kommt eine riesige Karotte durch das Dach gestürzt. Beruhige dich, Zest. Ich bin mir sicher, dafür gibt es eine Erklärung. Na dann los doch. Versuch es zu erklären. Vielleicht hat jemand versucht, den Mond zu erreichen. Mit einer riesigen Karotte? Ja, vielleicht jemand versucht, den Mond zu füttern. Ich würde sagen, dass das dumm ist, aber eine riesige selbstfahrende Karotte ist gerade in unser Restaurant gekracht. Also denke ich, dass diese Verrücktheit so viel Sinn macht wie alles andere. Verrücktheit, das stinkt nach den Infinigen. Ich werde Progressor Zorwan direkt mal einen Besuch abstatten. Beruhige dich, Zess. Es ist nie eine gute Idee, einen dieser Verrückten anzuschreien. Außerdem glaube ich nicht, dass sie das waren. Warum? Ich habe diese fliegenden Möhren schon mal gesehen. Sie kommen aus der Transzendenz, dem Restaurant der Festomaten. Festomantengeschwister. Nun, dann werden wir eben Ihnen einen Besuch abstatten. So einfach wird das nicht sein. Die Transzendenz ist derzeit das beste Restaurant in Ambrosia, was bedeutet, dass die Festomanten derzeit die besten Köche der Welt sind. Das wundert mich nicht, wenn man bedenkt, dass sie die konkurrierenden Restaurants mit gigantischen Gemüsegeschossen zertrümmern. Mein Punkt ist, dass es in der oberen Stadt ist, was bedeutet,
Ja, wir können nicht einfach dorthin wegen des verflixten Spions. Schon wieder. Ich will ein paar Kontakten in der Wache sprechen. Vielleicht können wir eine Genehmigung bekommen. Wenn man bedenkt, dass das im Moment irgendwie ein rechtliches Problem ist. Macht das. Wir werden versuchen, das Restaurant normal weiterlaufen zu lassen. Mit etwas mehr Sichtbarkeit zu sch was? Und etwas mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Ja, richtig, Sichtbarkeit. Damit sie das nächste Mal leichter haben, wenn sie uns mit einer riesen Gurke treffen wollen. Ach, du Schande. Wir müssen den Ruf verbessern. Wie weit denn noch? Warte. Quest. Auf 50, natürlich. Vier. Das ist echt nicht normal. Ich schwöre, das ist echt nicht normal. Wir werden mit diesem Spiel niemals fertig werden. Es wird immer so weitergehen. Ach je, ach je, ach je. 100, bis Level 100? Nee, 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 nee. Frag mal Jules Verne, der hat es mit einer Kanonenkugel geschafft, zum Mond zu kommen. Aber er hat nicht geschafft, den Mond mit einer Riesenkarotte zu füttern. Ach, Mann. Ja. Warte mal, was war denn jetzt die Quest eigentlich? Den Ruf verbessern und... Na toll. Und das können wir erst machen, wenn wir den Ruf auf 50 haben, oder was? Ach, Mann. Dann kommen wir jetzt in der Story tatsächlich erst weiter, wenn wir den Ruf auf 50 haben. Haben wir mit dem heute schon geschnackt? Haben wir? Nein, du kriegst nichts. Doch, du kriegst was. Warte. Wir brauchen ja Geld. Also ein bisschen nur spät zum Rumalbern. Dann kriegst du auch nichts zu essen. Wenn du mir keine Punkte geben willst, dann nicht. Der arme Zesti hat's aber auch nicht leicht. Nee. Augenscheinlich nicht. Boah, was für ein Kram. Aber das ist jetzt wirklich so Summer Mara-like, ne? Mann, Mann, Mann. Und die Tiere haben Hunger. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die Äpfel müssen wir jetzt erstmal wegschaffen, kurz. Hauptsache, wir haben eine Riesenkarotte in unserem... Nein! In unserem Restaurant stecken. Und die kommt aus der Transzendenz, natürlich. Wer hätte es gedacht? Ja, ich bin auch gleich, ich bin gleich fertig, Lavisinchen. Ich muss nur noch einmal Holz schlagen, damit ich das am nächsten Tag, dass das wieder gewachsen ist. Würde mich auch sofort gerne hinlegen, aber ein bisschen Holz brauchen wir leider noch. Und dann werde ich natürlich für heute beenden. Ich sagte trotzdem schon mal, schlaf gut, süße Träume dir. Und ich dachte, die Nurnirianische Liga und die Kulinarem-Liga sind meine schlimmsten Probleme. Ich glaube, da kommen noch weitere Probleme auf mich zu. So, Holz haben wir geschlagen. Das machen wir beim nächsten Mal, die Bretter. Beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich zwischendurch machen. Oh, die Spinnen haben jetzt kein Essen mehr. Auch das werde ich zwischendurch machen müssen. Die Tiere quasi versorgen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Himmel, Himmel, Himmel. Ja, und dann werden wir uns mal dem Ruf weiter widmen müssen, dass wir da ein bisschen besser vorankommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf YouTube, wenn euch die Folgen gefallen haben.
Lasst ruhig ein Däumchen da. Kommentare natürlich auch gern gelesen, wie zum Beispiel von dem Mickey oder von dem Peter. Ja, das hilft mir tatsächlich sehr weiter, immer auf die Dinge zu achten und die Dinge richtig zu berechnen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal.